Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der David und heute spielen wir eine Stunde oder vielleicht auch ein bisschen länger, ich weiß nicht genau, mal sehen, Hitman und zwar den Freelancer Mode. Der ist jetzt neu dazugekommen bei Hitman 3 oder auch Hitman World of Assassination und ich finde den ganz lustig, habe ich gedacht, kann ich ja mal vorstellen. Wir befinden uns erstmal an diesem wunderschönen See, schön idyllisch, haben gerade ein bisschen rumgefischt und hier ein Stückchen Treibholz gefunden. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ich gehe immer gerne im Anzug fischen, dann wissen die Fische wenigstens, woran sie sind. Im Freelance-Modus haben wir ein Safe-House, das sehen wir hier. Das ist unser Unterschlupf, von dem wir unsere Missionen planen und da gehen wir jetzt mal hin. Schöne Tarndachflächen. Man kann das sogar dekorieren. Also hier könnte ich zum Beispiel andere Sitzmöbel hinstellen. Nee, das ist nur der Schirm ändern. Machen wir mal so. Ne, den anderen finde ich schöner. Ja, redecorate. Nehmen. Wir spielen auf Englisch. Das hat einen Grund. Da komme ich gleich noch zu. Unsere Küche, unser Innenraum, bisschen unaufgeräumt noch, man kann hier Level freischalten im Freelance-Modus und je nachdem, wie viel man da freischaltet, umso mehr kann man umdekorieren und schöner machen. Also ich habe schon ein bisschen gespielt, ich glaube ich bin jetzt irgendwo Level 25 oder 30 oder so. Ich habe zum Beispiel schon eine Garage freigeschaltet, kann jetzt hier mit Wagen oder Motorrad los, apropos. Ich werde hier oben auch nochmal das hier schon mal mitnehmen. Den werde ich gleich noch brauchen. Den brauche ich nicht. Wer Hitman nicht kennt, bei Hitman geht es darum, dass man Agent 47 spielt. Dieser nette Herr mit dem Strichcode im Nacken. Das ist ein Klon, wie man aus früheren Spielen weiß. In diesem Spiel weiß man es nicht, aber jeder, der die Serie so ein bisschen verfolgt, der hat das irgendwie so im Hinterkopf. Und der gute 47, der ist von Beruf Auftragskiller. Das bedeutet, wir sind unterwegs und erledigen unsere Aufträge. Wir planen die von hier aus. Aber das machen wir natürlich nicht von hier oben. Das machen wir natürlich von unten. Dafür heißt ja der Keller da. Da marschieren wir mal eben runter. Tür auf. Tür auf. Und hier haben wir die Zentrale. So, in der Zentrale ist unsere gesamte Ausrüstung. Hier drüben sehen wir schon unsere Waffenwand. Ja, schon so einiges gesammelt. Man fängt bei Null an im Freelance-Modus. Man muss sich alles entweder dazu klauen oder kaufen. So ein bisschen habe ich mir schon aus den Missionen mitgenommen, die ich mal erledigt habe. Und ja, dann kann man es hier schön auf dieser Wand ausstellen. Aber schon so ein Schießstand freigeschaltet. Normalerweise kann man seine Waffen hier nicht abfeuern. Aber hier beim Schießstand geht das natürlich. So, wieder zurück damit. Die brauchen wir erstmal nicht. Hier haben wir auch unsere Nahkampfwaffen. Schon ein paar aufgelistet. Ein Katana dabei, ein Tanto, ein Säbel. Ja, naja. Auf jeden Fall wählen wir hier Missionen aus, Kampagnen. Der Freelance-Modus ist so aufgebaut, dass man insgesamt bei einer Kampagne 4 Segmente hat, die immer schwerer werden. 4 Segmente A, mehrere Minimissionen, nämlich am Anfang sind es 2 Standardmissionen und eine Leader-Mission. Und dann wird es später 3 Standardmissionen und eine Leader-Mission. Und dann 4 und eine und 5 und eine. Ich habe es noch nicht geschafft, eine komplette Kampagne abzuschließen. Das ist nämlich teilweise bockenschwer und teilweise beißt man sich ins Fäustchen, weil man nicht noch eine Sekunde hätte warten können. Dann wäre alles gut gegangen, aber man wird so ungeduldig, wenn man so lange warten muss. Also naja, vielleicht bin ich auch einfach selber zu ungeduldig. Auf jeden Fall beginnen wir eine Kampagne, indem wir uns auswählen, welchem Syndikat wir entgegentreten. Oben sehen wir schon die
Anzeige der verschiedenen Missionen. Immer erst zwei normale, dann einmal der Leader, drei normale, ein Leader, vier normale, ein Leader, fünf normale, ein Leader. Man kann sich das hier durchgucken. Oben links steht so ein bisschen MO, was der macht. Das ist aber nur Flavor, also ist nicht so mega wichtig für die Missionen. Viel, viel wichtiger ist unten rechts. Da steht nämlich, wo wir überall hingeschickt werden. Und ich werde mal gucken, dass ich irgendwie was nehme, wo ich mich so ein bisschen auskenne. Damit das Video hier nicht ganz so ewig dauert und oder zu kurz dauert. Weil wenn man eine Leader-Mission verpatzt, dann ist die Kampagne sofort zu Ende. Wenn man eine normale Mission verpatzt, dann sind Folgemissionen im Alarmzustand. Das heißt, da sind mehr Wachen und mehr Kameras. Und zusätzlich, wenn man eine Mission im Alarmzustand verliert, ist die Kampagne auch dahin. Dann verliert man den kompletten Progress und alle seine Hitman-Items außerhalb der Waffen. Das wollen wir natürlich verhindern. So, wir sehen hier unten Ambrose Island, Adamant Sea, Paris, France und Whittleton Creek in USA. Davon kenne ich Whittleton Creek ganz gut. Dartmoor ist schon besser. Hokkaido, oh ja, Whittleton Creek, das klingt schon mal gut. Also das würde ich fast schon nehmen, aber könnt ihr mal ein bisschen weiter gucken. Berlin finde ich auch gut. Dartmoor, New York, ja, die finde ich alle sehr gar nicht schlecht. Nee, da ist die Isle of Skye da drin. Isle of Skye? Isle of Skye. Mit der habe ich nicht so viel Erfahrung. Und Mumbai, ach, sind da viele Leute. Dartmoor, Dubai würde auch gehen. Marrakesch, nicht so mein Fall, auch so viele Leute. Ambrose Island, nur so, geht so Erfahrung. Santa Fortuna, das könnte ich wieder, ist ein schöner Weinstand. Berlin, Paris, Whittleton Creek, das würde auch gehen. Paris, nicht ganz so erfahren. Naja, wir bleiben mal bei dem, was hier oben war. Dartmoor, Hokkaido und Whittleton Creek. Das sind alles Orte, die man in den neueren Hitman-Teilen spielen konnte. Hitman 1, 2 und 3. Im dritten Teil, wenn man die vorherigen schon gekauft hat, kann man halt alle Maps, alle Missionen spielen. Und die sind hier dann einfach verwendet worden, so als Free-Flow-Maps. Ich nehme das jetzt mal an, dann hören wir unsere nette Com-Sprecherin, die uns Tipps während der Mission gibt. Ja. Ah, oder auch nicht. Vielleicht gleich. Jetzt, nachdem wir uns entschieden haben, wählen wir eine der Missionen wo wir anfangen wollen. Ich würde einfach mal denken, wir machen Dartmoor als letztes. Und dann erledigen wir dort den Anführer. Das heißt, wir fangen einfach mal mit. Fangen wir mit Hokkaido an? Ja, wir fangen mit Hokkaido an. Mal sehen, wie weit wir kommen. So, in der Übersicht sehen wir ein paar Sachen. Wir sehen einmal, wie viel Geld wir bekommen würden, wenn wir diese Mission abschließen. Oben 250 Mercers ist das hier. Natürlich keine Dollar. Quasi diese Silbermünzen, wie sie bei John Wick existieren. Darunter sehen wir dann, was uns dort alles erwartet. Wir werden zwei Leute um die Ecke bringen müssen. Es gibt einen Kurier. Kuriere sind Leute, die in dieser Mission herumlaufen und ein paar extra Mercers dabei haben, wenn wir die ausnocken und dann können wir denen diese Mercers klauen. Ist aber nicht verpflichtend. Dann gibt es ein Safe. Safes sind irgendwo in dieser Welt dann versteckt. Man muss dann diese Dinger erstmal öffnen, indem man in der Umgebung Items scannt. Und zuletzt noch ein Supplier. Supplier sind die Leute, die einem coole Waffen verkaufen, nicht nur die, die man in der Welt dort finden kann. Darunter noch ein paar extra Objectives, nämlich womit ich noch mehr Geld verdienen kann. Ich kann in diesem Fall mit Neckbreaker noch mehr Geld verdienen, indem ich eins der Ziele mit einem Genickbruch ausschalte. Dann daneben Hide Target Bodies, wenn ich beide. Oder eins, weiß ich nicht. Bodies ist ja Plural, das schätze ich mal beide. Wenn ich die Körper von denen verstecke, dann bekomme ich nochmal 1000 extra. Und wenn ich eins der beiden Ziele vergifte mit einem Beruhigungsmittel, dann würde ich 1500 bekommen. Das wird ein bisschen schwer, weil ich habe gerade alle meine Items verloren, weil ich eine Kampagne verloren habe. Aber naja, wir buchen mal. Hören wir sie jetzt, unsere nette Infostimme aus dem Off? Nein, immer noch nicht. Na gut, vielleicht ja gleich. So, zusätzlich können wir ein Prestige-Ziel dazu nehmen. Das muss auch nicht unbedingt sein, aber Schaden tut's nicht. Also nehmen wir einfach mal was mit. Warte mal, was haben wir denn hier? Oh, wir haben
Wir könnten auch, wir könnten Pacify with Baseball Bat nehmen. Wenn wir dann eins umhauen, eins der Ziele mit einem Baseballschläger, dann bekommen wir 2000 Mercers dafür. Das ist gar nicht mal so schlecht, aber ich glaube, Baseballschläger gelten als verdächtig. Deswegen greifen wir mal einfach mal zum guten alten Silent Assassin No Firearms. Das bedeutet, wir müssen uns stillverhalten, keinen Alarm auslösen, niemand darf unsere Morde mitbekommen, keine Körper dürfen gefunden werden und in diesem Fall darf ich keine Schusswaffen benutzen. Dann haben wir noch die Supply Crate. Damit bekommen wir unsere ersten Anfangs-Items. Da haben wir... ach, das fängt doch gar nicht mal so schlecht an. Eine Remote Concussion Collectors Ducky, also eine kleine Gummiente, die eigentlich ein kleiner Sprengstoff ist, den wir auf Entfernung zünden können. In diesem Fall, hier zeigt sich sogar, warum ich auf Englisch geschaltet habe, aber das gleich nochmal kurz in ein bisschen mehr Detail. Dann haben wir ein Remote Flash Device, damit können wir Leute blenden und, sehr interessant, Sedativum, also ein Beruhigungsmittel. Wir haben ja die extra Aufgabe, eins dieser Ziele mit Sedativum zu vergiften. Das kann man ja mal einfach mal nutzen. Das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Warum hat er jetzt eigentlich... Achso, warum zeigt er mir mein Prestige-Ziel nicht an? Weiß ich nicht. Na, egal. Hier sehen wir alle Hilfs-Items, die ich freigeschaltet habe. Wie man vielleicht sehen kann, ist das alles leer. Weil ich das ja alles vorhin verloren habe, als ich die letzte Kampagne verloren habe. Habe ich ja schon erzählt. Und hier ist auch der Grund, warum ich auf Englisch spiele. Wir sehen hier oben ganz viele Fassungen für die kleinen Entchen, ja. Und wir sehen hier drunter auch Fassungen für Sprengstoff und so weiter. Wenn man da mal hinguckt, sieht man, wenn man genau drauf achtet, zum Beispiel hier Remote Explosive und Proximity Concussion Device. Ja, Explosive, Concussion, aha. Okay, was heißt denn das? Explosive heißt, wenn das auslöst, dann stirbt jemand, der in der Nähe ist. Also das, geht übel für diese Person aus, also sehr praktisch, um Ziele zum Beispiel aus der Ferne zu erledigen. Concussion bedeutet hingegen, wenn jemand in der Explosion dort erfasst wird, dann wird die Person nur ausgenockt. Das sind zwei sehr wichtige Unterschiede. Manchmal braucht man das eine, manchmal braucht man das andere. Auf der deutschen Übersetzung werden sie beide einfach nur, der eine wird Sprengstoff und der andere wird Sprengsatz genannt. Das ist der einzige Unterschied. Und das ist nicht eindeutig, finde ich. Ich kam da immer wieder und öfter durcheinander. Deswegen habe ich einfach auf Englisch gestellt, weil da ist Concussion sehr, sehr, sehr deutlich zu Explosive. Hier, Explosive, Concussion, Explosive. Genauso bei den Entchen, da heißen die halt einfach... die Wörter sind halt auch immer durcheinander gewurstelt. Das heißt also einfach nicht nur Fernzünde-Entchen... Sprengstoffentchen oder sowas, sondern das heißt manchmal Fernzünder Sprengstoffentchen und Ente mit Fernzünder Sprengstoff zum Beispiel. Und das ist halt einfach ja nicht benutzerfreundlich. Genauso kann man, während man das, wenn man die auswählt, sieht man eigentlich immer so ein paar Stati dazu. Und da könnte ja drinstehen, ja, das ist betäubt aber nur. Tut es aber nicht. Also muss ich halt ohne klarkommen. So, was könnte man noch brauchen? Wir haben uns schon ein, wir haben schon das Beruhigungsmittel mitgenommen und einen Schraubenschlüssel, sehr praktisch. Ich würde, glaube ich, noch, dürfen ja keine Schusswaffen benutzen, aber werfen können wir trotzdem. Ich glaube, so ein Hammer ist immer gar nicht schlecht. Was ist das denn da? Ist das eine Münze? Ach, guck. Die Collector's Coin. Na, dann kann ich sie auch mitnehmen. Habe ich gerade gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt, dass ich die ja auch hatte. Ich habe ja schon den Schraubenschlüssel. Eigentlich brauche ich nur eine Sache, die Aua machen kann. Das reicht uns. Nein, halt, reicht uns nicht. Wir brauchen noch eine ganz wichtige Sache. Wir laufen mal nach oben. Wir hätten ja unten schon unsere Mission anfangen können, aber tut's nicht unbedingt Not. Wir brauchen nämlich noch eine Banane. Das ist die geheimste Waffe, die Agent 47 dabei haben könnte. Und das ist nicht mal ein Scherz. Also halb ein Scherz, aber Bananen sind super, super interessant und praktisch.
auf nach Hokkaido. Hokkaido ist eine Mission in einem Krankenhaus, einem High-Security-Krankenhaus für Oberreiche. Und da läuft alles über eine KI und alles über Kartenfelder. Wir haben jetzt keinen. Welcome to Hokkaido. Syndicate members are currently in the area. Find them and take them down. You know what to do, 47. Wir haben jetzt keine besonderen Hacking-Devices. Das heißt, wir müssen uns irgendwo eine Karte besorgen. Ich weiß aber schon wo. Ich habe diese Mission schon ein paar Mal gespielt. Das Wichtigste zuerst. Ja, man fängt einfach irgendwo in dem Level an. In diesem Fall fange ich als Leiche auf dem Leichentisch an. Direkt neben zwei, wie nennt man das? Doktoren, die an einer Leiche herum operieren. Ja, das hier ist noch der einfache Aufbau. Beim letzten Mal liefen mir auch noch lauter Wachen rum und ich musste genau den richtigen Moment abpassen, um von diesem Tisch runterzugehen. Der richtige Moment ist genau jetzt. Okay. Wir gehen mal hier lang. Ich habe diese Mission alle schon öfter gespielt, das heißt, ich weiß so ungefähr, wo ich hin muss. Und vor allem weiß ich, dass ich mir mal eine Verkleidung besorgen muss. Agent 47 ist nämlich... der hat scheinbar das Mega-Standardmaß schlechthin. Der kann sich nämlich fast alle Klamotten von diesen Leuten anziehen. Und ich weiß zum Beispiel, dass hier ein Skalpell liegt. Das nehme ich mit. Und da vorne ist einer in diesem Büro. Und wenn ich ein bisschen Glück habe, dann kann ich dem schön meinen Schraubenschlüssel gegen den Kopf werfen. So nämlich. Boink! Hat keiner mitbekommen. Alles wunderbar. Also... Schraubenschlüssel wieder mitnehmen, die Waffe mitnehmen. Wir verkleiden uns mal als der. Und den Körper sollten wir vielleicht... Den verstecken wir mal lieber. Besser ist das. So, dadurch, dass wir jetzt eine Verkleidung anhaben, können wir hier einfach so rumlaufen und viele Leute werden uns nicht erkennen. Wenn man mal auf die Karte guckt, dann sieht man aber weiße Punkte. Das sind sogenannte Enforcer und Enforcer können einen in der aktuellen Verkleidung durchschauen. Das heißt, den sollten wir möglichst aus dem Weg gehen oder schnell an ihn vorbei oder nur den Rücken zuwenden, dann läuft das langsamer. Naja, sowas halt. Okay, wir sollten schon mal die Kameras ausschalten. Von daher ist das eigentlich ein guter Startpunkt hier unten. So, mit Kameras aus sieht die ganze Sache schon ein bisschen einfacher aus. Jetzt müssen wir mal gucken, wo war denn unser Ziel? Da hinten, diese rote Person, das ist eins der Ziele. Okay, schon mal ein Ziel. Und dann haben wir das andere haben wir da, das sitzt irgendwo, okay. Das sind einfach irgendwelche NPCs in dieser Mission, denen jetzt quasi einfach der Status Ziel gegeben wurde. Und wir haben jetzt die Aufgabe, die irgendwie um die Ecke zu bringen. Erstmal müssen wir sie finden, dann müssen wir sie ein bisschen beobachten, wie sie sich so bewegen. Dann können wir vielleicht einen richtigen Moment abpassen, um die zu ermorden. Dup, dup, dup. Ah, das ist der der Yoga-Trainer der eigentlichen Missionsziels auf dieser Mission. Aber die Mission haben wir ja gerade nicht. Also. Okay. Sie ist also einfach so eine Doktorin hier. Okay, schon mal interessant zu wissen. Auf diese Mission fängt man eigentlich damit an, unbewaffnet, ohne irgendwelche Items als Patient herumzulaufen. Ah, da vorne ist der Stationsarzt. Und ja, ist eine sehr schwere Mission, um da überhaupt reinzukommen, weil man halt gar nichts hat und sich alles irgendwie erstmal dazu holen muss. Hier haben wir das Glück, dass wir wenigstens Items mitnehmen könnten, falls wir sie haben. Oder uns welche dazu kaufen können, ja. Das hier ist der besagte Supplier. Wir können mal gucken, was er so dabei hat. Wir haben nämlich 13.000 Mercer. Das ist eine ganze Ecke eigentlich. Oh, so eine Dragunov könnte ich mir mitnehmen. Oder eine Drosina 34, wie sie hier heißt. Ein Beschneidungsmesser. Okay, ja. Ein Lockpick. Lockpick ist auch sehr interessant. Okay, wir behalten das alles mal im Kopf. Den hier kann ich schon mal mitnehmen.
Aber den Rest brauche ich gerade nicht so dringend. Zum Beispiel die Sniper würde ich eigentlich sehr gerne mitnehmen. Just come back if you need more. Warte mal, oder yes. Die... Ist das ein Türsprengstoff? Nee. Proximity Semtex Block. Okay. More, you know where to find me. Vielleicht können wir später ja nochmal hin. Okay, da ich sehe schon, das eine Ziel ist hier im Krankentrakt. Das ist ein bisschen hakeliger, daran zu kommen. Aber das kriegen wir bestimmt auch hin. So, Lady, bewegen Sie sich auch oder sind Sie hier zum Urlaub? Denn wenn Sie hier zum Urlaub sind, gefällt mir das gar nicht. Okay, ich glaube, ich lasse sie erstmal in Ruhe. Mal sehen. Vielleicht bewegt sich ja später nochmal. Okay, dann laufen wir mal zur anderen Person und gucken mal nach, wie es der so geht. Ich weiß, hier hinten kann man sich abseilen. Zack. Springen wir hier mal ran. Oh, gehen wir mal runter. Hui. Hops. Und... Na, komm. Oben ran. Und hops. So. Dann können wir mal anders herumlaufen. Das sieht jetzt alles so ein bisschen einstudiert aus. Das ist es nämlich auch. Freelance-Modus ist ein sehr, sehr schwerer Modus. Man sollte definitiv schon einiges an Erfahrung mitbringen, der Level. Ansonsten ist das ein Ding der, nicht Unmöglichkeit, aber ein Ding der ganz schön schwierigen Unterfangen. Ach guck, dieser nette, das ist ja wunderbar. Wenn er hier nämlich raucht, kann ich nämlich einfach diese Tonne hier manipulieren. Und dann sollte er, glaube ich, beim Rauchen von alleine in Flammen aufgehen. Das ist eine... Das finde ich sehr gut. Okay, versuchen wir doch mal. Poink. Oh, jetzt kommt hier das Öl rausgelaufen. Dann können wir gleich mal... Na ja, gut. Okay, den können wir also, glaube ich... unsere Person da hinten steht. Das bedeutet, sie hat sich bewegt. Dann können wir jetzt wieder zurücklaufen und gucken, ob sie jetzt irgendwo steht, wo man besser rankommt. Ich könnte auch drinnen rumlaufen, aber drinnen ist die Chance größer, dass mich jemand erkennt. Aber ich kann nicht einfach runterklettern, während er hier rumstolziert. Also gehen wir einfach hier mal raus. Oh. Mal kurz warten. Leider muss man sehr viel warten, wenn man gerade auf Bewegung der NPCs wartet. Man muss warten, wenn man wartet. Ja, das ist korrekt. Okay. Sie nimmt Jason Portman mit. Das hätte ich mir ja... Darf ich mal durch hier? Danke. So, dann hoffe ich mal, dass ich gleich ein ruhiges Momentchen mit dieser Ärztin bekommen könnte. Ich muss ja alles Mögliche erklären. Ich habe hier eine Möglichkeit... so eine Sicht anzumachen. Diese Sicht erlaubt mir, das nennt sich, glaube ich, Hitman Instinct. Und damit kann ich mir durch Wände auch Leute angucken. Hier haben wir eine Kiste mit Items drin. Die findet man immer im Level verstreut. Und man kann sich daraus bestimmte Items holen. Die sind alle immer zufällig. Das heißt, man kann leider nicht immer damit rechnen, dass da auch was Sinnvolles drin ist. Okay, die gehen nach oben. Well, with the exception of perhaps Kronstadt HQ or Ether's R&D facility in Johannesburg. Okay, oben ist verträglich, aber na gut, hoffen wir mal, dass man trotzdem gut an sie rankommt. Hier den Gang kann ich auf jeden Fall nicht lang. Da steht ein Enforcer, der würde mich sofort erkennen.
Also muss ich so einmal hier rüber, ganz unauffällig. Hier können wir auch durch. Hier rechts ist übrigens die KI des Hauses. Und da würden wir... Da könnten wir in der Hauptmission die sabotieren, um eine der Zielpersonen zu erledigen. Okay, er steht da. Okay. Ich kann ja mal hier rein. Das ist doch schon mal... Okay, alles klar. Have you seen Dr. Brzezinski? Nein, habe ich nicht. Nee, das... Okay, aufschließen bringe ich hier nicht. Ich nehme mal so kleine Dinge mit. Das habt ihr bestimmt schon mitbekommen. So ein Brecheisen und so. Das kann nämlich alles ganz praktisch sein. Okay. Ich könnte sie auf jeden Fall da rausschubsen. Ich glaube, er war gerade rauchen und es hat nicht geklappt. Okay, schade. Na gut. Ich glaube, es hätte sich auch dieser Gärtner dort angesteckt. Na gut, okay. Wo gehst du hin? Was soll das? Das war nicht Teil des Plans. Jetzt geht's wieder runter? Okay. Ihr seht schon, man muss manchmal etwas harren und hoffen, dass die Leute sich nicht zu viel bewegen oder einen guten Ort haben. Oh shit, ja. Okay, ja. Das habe ich ja gerade gemeint. Okay, ich glaube, wenn ich sie hier rausschubsen würde, dann würden sie es auf jeden Fall alle mitbekommen. Aber ausprobieren muss ich es, glaube ich, trotzdem. Sie trinkt was. Okay, das ist gut zu wissen. Sie trinkt was aus dem Glas, weil ich habe ja mein Beruhigungsmittel dabei. Okay. So, soll ich es einfach mal versuchen? Ich versuch's auch mal. Tschüss. Excellent work, 47. You've spread fear within the syndicate. Okay. Das musste ich gerade mal ausnutzen, weil wer weiß, ob diese Gelegenheit sich nochmal ergeben hätte. Dann habe ich halt nicht das Extra-Ziel erfüllt mit dem... Das Extra-Ziel erfüllt mit dem Vergiften. Das werde ich nämlich bei ihm hier nicht die Gelegenheit haben. Ich glaube, die Wachen trinken eher selten solche Dinge. Aber das tat gerade Not. Dafür werde ich, glaube ich, bei ihm den Genickbruch gut schaffen können. Denn hier sind nicht so viele Leute. Hier ist nicht mal eine Kamera. Also das könnte klappen. Ah, mir wäre es ja viel lieber gewesen. Oh, da wird die... Nee, das ist wahrscheinlich der Gärtner, der gerade das Zeitliche gesegnet hat. Genau, marschieren wir da hoch. Noch weiter, na komm. Kriege ich dich bis hier oben? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Okay, na gut. Was haben wir denn hier? Poison Flower Lethal. Banane. Ja. Ja, okay, na gut. Und er geht jetzt eine rauchen da, wo der sein Kollege gerade explodiert ist. Ja, ob das so eine gute Idee ist, weiß ich ja auch nicht. Oh, da liegt was. Irgendwas hat der... Der Herr hier vergessen. Und ein Paket Zigaretten. Okay, alles klar. Okay, hier kann ich ihm nicht das Genick brechen, weil da vorne ist die Wache, die wir das garantiert sehen. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, in der Tat. Habe ich irgendwas, um ihn zu betäuben oder so? Nee, sieht nicht so aus.
Jetzt ist mein, doch glatt mein Controller ausgegangen. Das muss ich mal eben beheben. Da sind wir wieder. So, wo ist er hin? Da läuft er. Da läuft er, der Hühnerschrecke. Aber wie, er läuft mir weg. Come on, chest out, chin up. Muss immer genau den richtigen Moment abpassen. Wenn man den falschen nimmt, dann wird man erwischt. Und das wollen wir natürlich nicht. Aber wenn ich ihn hier hinlocke, dann könnte ich ihm hier vielleicht das Genick brechen. So zum Beispiel einfach mal einen Hammer hinwerfen. Ja, genau. Ich würde ja mal nachgucken an deiner Stelle. Knacks. So, und dann sollten wir ganz schnell verschwinden. Zum Beispiel hier. So, das war die erste Mission. Hier sind lauter Achievements, die man theoretisch noch irgendwie freischalten kann. Das sind, dass man bestimmte Waffen gesammelt hat und so weiter. Aber ja, das sammelt sich erst über die Zeit an. Okay, dann zurück zum Safehouse. Hier sehen wir 47, wie er gegen einen Laptop Schach spielt. Der Laptop scheint zu gewinnen. Deswegen sieht er auch ein bisschen bedröppelt aus, der gute Herr. The syndicate took a serious blow, but there is still much work to get done. Recuperate and prepare for your next assignment. Genau, wir haben jetzt unsere Mission geschafft. Das heißt, wir sind wieder im Safehouse. Wir können unsere Dinge wieder zurücklegen, die wir alle dabei hatten. Die Münze legen wir auf jeden Fall wieder zurück. Hatte ich hier irgendwas mit dabei? Nee, hatte ich nicht. Die Bartoli muss zurück. Das würde auch alles automatisch machen, aber irgendwie ist es ein Tick von mir, dass ich das immer selber tue. Und hier haben wir noch einen Schraubendreher gekauft und noch das Sedativum dabei. Oh, warum leuchtet das denn hier? Nichts. Na gut, dann gucken wir doch mal an, wo wir jetzt hingehen. Hokkaido war gerade, also gehen wir jetzt nach Whittleton Creek. Das ist ein kleiner, netter Vorort in den USA. Da ist nicht so viel los. Okay, was haben wir für Sonderfee-Aufgaben? Wir sollen jemanden niederschlagen mit einem raren Nahkampfgegenstand. Okay, wir dürfen nur eine Verkleidung benutzen und wir sollen jemanden mit einer Giftkanone, mit einer Pfeilkanone vergiften. Die habe ich leider nicht. Das heißt, wir hoffen darauf, dass der Supplier da eine hat. Das Gift kann man aber schon mal nehmen. Gar nicht so schlecht, glaube ich. Und was haben wir hier? Sniper Kill Epic, Open Safe, Explosive und... okay, nee, das war nervig. Ich glaube nicht, dass ich das machen werde, aber na, wir nehmen mal das. So, haben wir eine Waffe, die entsprechend Epic ist... Nee, Rare ist, die wir dafür benutzen können. Nein, die sind nämlich alle tödlich hier. Wie sieht es mit denen hier aus? Davon ist keine... Das sind auch alles tödlich. Okay, dann hoffen wir auch da auf den Supplier. Was nehmen wir hier am besten noch mit? Wir haben unser Sedativum dabei. Das können wir mit... Ja, das können wir auch hier lassen. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Die Giftspritze nehmen wir mit. Den Schraubendreher nehmen wir mit. Und von oben holen wir uns die Geheimwaffe und den
Schraubenschlüssel. Ist nämlich immer praktisch, eine Waffe dabei zu haben, die man werfen kann, die nicht sofort tötet, sondern einfach nur ausnockt. Auch wenn es hier nicht ganz so wichtig ist wie bei den ursprünglichen Hitman-Missionen, denn hier kann man auch gerne andere NPCs mit ausschalten, das nimmt einem der Freelance-Modus nicht übel, aber muss ja nicht unbedingt. Okay, los geht's. Nein, es hatte keinen besonderen Grund, warum ich jetzt das Boot genommen habe. Ich hatte einfach Lust auf Bootfahren. So, Whittleton Creek ist ein kleiner Vorort in Amerika, das habe ich ja schon gesagt. Und eigentlich ist man hierhin unterwegs, um einen altgedienten Agenten um die Ecke zu bringen. Der wird auch jetzt hier lang stolzieren und Welcome to Whittleton Creek. We have intel that the syndicate is active in the area. You know what to do, 47. Und neben einer ist sie Drogenhändlerin, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall verkauft sie eigentlich Muffins, aber das sind keine echten Muffins, sondern die macht irgendwelche Mumpitz-Dinge. Ach nee, das war glaube ich die Liquidatorin von ihm. Also die hat ihm dabei geholfen, Leute dann um die Ecke zu bringen. Schön sieht's hier aus, hier würde ich gerne wohnen, aber wir sind nicht zum Wohnen hier. Wir sind zum Mörderfizieren hier. Wir haben hier vorne den Supplier, da können wir mal zuerst hin. Da müssen wir ein kleines bisschen über Zäune hüpfen, um dahin zu kommen. Der ist in einer Garage. Die Supplier haben so ein bis zwei Orte, wo sie sein können. Er ist halt jetzt hier. Ich sollte vielleicht nicht hier rüberspringen, während gerade ein Polizist quasi von dort guckt. Das ist eine Wache. Das ist die Wache vom Hauptziel tatsächlich dieser Mission. Das heißt, wir müssen dem gleich irgendwie beikommen, beiden. Okay, interessant, das hatte ich auch noch nicht, dass jemand so nah neben dem Hauptmissionsziel sich aufhält. Und dann haben wir noch jemanden, der hier im Garten rumläuft. Ich glaube, das ist einfach nur eine Wache. Hier liegt eine Münze, schon mal praktisch. Münzen sind sehr gut, um Leute abzulenken. Und okay, ich bin der Meinung, dass die eigentlich alle, wenn die hier rumlaufen. Ich war der Meinung, dass wenn die da rumlaufen, die machen eigentlich nur Pause im Garten, wenn ich mich recht erinnere. Na, egal. Okay. Wollen wir doch mal gucken, ob wir jetzt zum Supplier können. Jetzt ist ja hier alles weg. Können wir das Tor hier aufmachen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dafür brauchen wir einen Schlüssel. Den haben wir nicht. Oh doch. Okay. Okay, ich wusste gar nicht, dass es so einfach ist. Na gut. Hey, you look like you might need something. Hallo, Muffinmann. Ich brauche was. Gib mir was. Thank you. So, was hast du denn dabei? Ach, guck an. Da ist der Seeker. Das ist schon mal gut. Seeker ist eine Pfeilpistole. Damit können wir also gleich unser Missionsziel oben erfüllen. Damit können wir die Wache vom Hauptziel anschießen. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Die anderen beiden habe ich einfach nur so mitgenommen, weil man weiß ja nie, was man vielleicht mal braucht. Okay. Ich glaube, ich hole mir hier die Wachuniform von jemandem. Dafür werde ich hier gleich dieses Rohr hochklettern, sobald Knilch da vorne nicht mehr guckt. Klappt das? Ja, das klappt. Ab geht's nach oben. Ups. Niemand da. Und rein hier. Ich glaube, Hitman 3 kamen Spiegel dazu. Und mittlerweile können Wächter auch, beziehungsweise Leute, einen im Spiegel sehen. Was sehr unpraktisch ist, wenn man die versucht, von hinten mit einer Keule umzukloppen. Ja, Punkt. Okay, ich möchte den Linken da erwischen. Der Rechte muss einmal sich bitte drehen. Jetzt vielleicht. Danke sehr. Können wir nämlich hier rum. Ups.
Hat ein Glück niemand mitbekommen. Der wird einfach mal im Schrank versteckt und dann ist das bestimmt. Das erledigt sich dann von selbst. Jupp. Jetzt sehen wir aus wie eine Wache. Nehmen noch eine Waffe mit. Okay, und dann knocken wir gleich mal die andere Wache aus, würde ich sagen. Okay. Marschieren Sie gleich die Treppe hoch oder dauert es noch ein bisschen? Nee, da kommt er. Da kommt er die Treppe hoch. Tack, 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 tack. Ja, ich glaube, die einfachste Methode ist es, der Wache gleich einen Pfeil in den Rücken zu schießen. Dann wird sie nämlich zur Toilette gehen wollen, weil sie brechen muss. Das ist nämlich ein Brechgift, was in der Pfeilpistole drin ist. Ja, Punkt. Gucken wir nochmal. An sich sind das, glaube ich, beides einfache Ziele. Aber, wie man gerade gesehen hat, auch da können immer Komplikationen entstehen. Wir werfen jetzt einmal die Münze hin, damit gleich die Wache um die Ecke kommt. Okay. Mal sehen, von wo er kommt. Von da, okay. Dann können wir ihn nämlich so ausnocken. Boink! Nehmen wir die Münze mit und diese Waffe und den verstecken wir im Schrank. Nein, das muss, glaube ich, nicht. Ich glaube, es läuft sonst niemand mehr hier oben im Schrank entlang. Aber man muss es ja auch nicht drauf anlegen. Okay, dann schnell hier durch. Dann nehmen wir uns die Pfeilpistole in die Hand. Und dann warten wir, bis der hier vorbeimarschiert. Der wird doch vorbeimarschieren, nicht hier rein, oder? Ja, sehr gut. Und dann können wir nämlich... Ach Mist, verdammte Kamera. Mist, Mist, Mist. Na gut, Kamera sollten wir vielleicht einmal ausschalten. Vielleicht mit... Haben wir unseren... Ach so, den haben wir nicht mitgenommen. Na gut. Sollten wir vielleicht machen. Zack. Und dann ballern wir die einfach dagegen. Boing. Dann haben wir nämlich dadurch keinen Stress mehr. So, okay, jetzt können wir hier oben warten oder vielleicht ihn hier anlocken. Mal sehen, ob die Münze hilft. Nein, tut sie nicht, ist nicht laut genug. Dann müssen wir, glaube ich, einfach mal warten. Gleich in der Anführermission wird es nochmal alles ein kleines bisschen anders. Da ist nämlich nochmal eine... Müssen wir nämlich erstmal Leute identifizieren. Das ist nicht einfach nur... dass wir schon wissen, wer es ist, sondern wir haben dann eine Auswahl an Leuten und müssen daraus finden, wer es denn jetzt im Endeffekt wirklich ist. Manno, hör doch mal die Münze. Ich werfe dir doch eine Münze hin. Na gut, okay. Müssen wir halt auf den alten Knacker kurz warten. Gut sehe ich aus. Hier haben wir ein Radio. Das könnten wir anmachen. Oder vielleicht hilft das auch. Wer weiß. Ich mach's mal an. Hilft nicht? Schade drum. Schade, schade, schade drum. Na gut, machen wir es wieder aus. Wo ist unser Ziel denn? Ziel ist weg. Ach, da ist er. Okay. Tja, das Warten. Mal gucken, habe ich mittlerweile so viele Video-Editing-Skills, dass ich Dinge vorspulen kann? Wenn ja, dann spule ich jetzt vor. So, da sind wir wieder, schätze ich mal. Und jetzt versuchen wir, diese Person hier
zack, einen Pfeil zu geben. Ja, lauf, lauf, lauf. Na komm, geh hinterher. Ja, feine Maus. Zack. So, jetzt wird er höchstwahrscheinlich sich zu einer Toilette begeben. Und wie das nun mal so ist mit Toiletten. Darin kann man ja auch relativ einfach ersticken. Wie man sieht, der Kreis ist jetzt auch nicht mehr ausgefüllt, weil jetzt hat er gerade keine Zeit, um irgendwen zu erkennen. Jetzt hat er gerade nur Zeit, ein bisschen Wasser zu atmen. Gut, das ist schon mal das Ziel Nummer 1. Well done, 47. This will surely be a blow to the syndicate. Da können wir schon mal ein bisschen Dinge mitnehmen. Ist hier was zum Wegpacken? Nee. Na, dann wird er hier wohl hier oben bleiben. Dann ist das halt einfach so. Okay, gut. Aber das kann uns ja egal sein. Wir hauen jetzt einfach ab. Wir haben hier nichts mehr zu suchen. So, ich muss noch einmal gucken, ob der freundliche Dealer hier ein hey, you. You need anything? Ja, eine Rare Nahkampfwaffe dabei hat, aber es sieht nicht so aus. Epic, ja, so viel Geld habe ich leider nicht. Nee, können wir uns leider alles nicht leisten. Das heißt, wir müssen ohne aus dem Haus gehen. Dann erleben wir noch die andere Person. Das sollte etwas einfacher sein, schätze ich mal. Weil die einfach so im Garten rumläuft. Ich glaube, das hier ist der, wenn ich mich recht erinnere, der Safe Exit Point des Nachbarn. Das heißt, eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, müsste ich hier sogar willkommen sein als Wächter. Also die müssten mich nicht mal merkwürdig finden, wie es auch so aussieht. Okay, aber ich muss trotzdem hier rüber hüpfen. Ja, wunderbar. Ich kann also einfach frei rumlaufen. Das gefällt. Okay, ihn müssen wir irgendwie dann nach hier bekommen, aber das ist ja auch ein Ding der Einfachheit. Oh, warte, was? Davon liegt ein Golfschläger. Der wird doch nicht etwa rare sein. Der wird doch nicht etwa rare sein. Oder? Wo ist er denn? Wo ist er, der Golfschläger? Hier. Nee, der ist gar nichts, ist der. Na gut, okay. Aber das wird sehr einfach sein, glaube ich, den hier umzuhauen. Ich habe leider keine Sniper dabei, deswegen kann ich keinen Sniper-Kill-Epic machen. Ich hätte mir eine mitnehmen können, aber man weiß ja nie, ob die dann einfach wegkommt. Wenn man nämlich Waffen dabei hat, ich habe ja vorhin einmal gesagt, Waffen gehen nicht verloren, außer sie hat man hat sie auf Missionen mit, bei denen man versagt. Und die waren ganz schön teuer, das kann ich euch sagen. So, mein Freund. Nein, geh nicht nach da, komm nach hier. Komm nach hier, mein Freund. Genau, lehn dich mal da an die Wand. Und dann können wir fein hier eine Mütze hinwerfen. Plack. Das hört er nämlich. Dann geht er mal gucken. Und wie können wir währenddessen mal diesen netten Schraubenzieher uns zur Hand nehmen. Und dieser Schraubenzieher dient nicht nur zum Ziehen von irgendwelchen Schraubendreher, Entschuldigung, sondern man kann damit auch einfach mal den Schädel wegschrauben. Ich sollte vielleicht meinen Schraubendreher nehme ich mit. Den lassen wir natürlich nicht da. Und hopp, wir sind raus. Dann können wir nochmal, obwohl wir brauchen keine extra Waffen. Hier ist alles abgebrochen.
riegelt. Da können wir nicht raus. Da brauchen wir extra irgendwie Zugang. Zum Beispiel einen Schlüssel für ein Auto. Das heißt, wir werden wahrscheinlich einfach über den Weg, den wir reingekommen sind, den Level wieder verlassen. Genau, ein bisschen joggen. Also die Hitman-Spiele an sich kann ich auch schon sehr empfehlen. Sehr viel Spaß ist da zu haben. Die Level sind sehr schön designt. Und sieht auch wunderschön aus. Die Missionen sind sehr abwechslungsreich und man ist vom Spiel angehalten, Missionen auch mehrfach zu spielen. Denn es gibt jedes Mal so 5 bis 10 verschiedene Wege, seine Ziele um die Ecke zu bringen, die alle sehr kreativ sein können. Aber jetzt erstmal mit dem Bus ab nach Hause. So, das lief schon besser als die letzte Mission. Nichts freigeschaltet? Naja, schade. Weiter geht's. Wir haben 2 Sachen gefailt. Da konnten wir aber auch nichts dran machen jetzt. Und halt keine Sniper dabei. Eine Runde Schach. Sehr schweres Spiel, er ist immer noch dabei. Er traut sich nicht, einen Zug zu machen. Armor 47. Einfach zu doof fürs Spiel. I'm ready when you've prepped the next assignment. Genau, jetzt kommen wir nämlich zur Syndikats-Anführer-Mission. Wenn ich den jetzt nehme und dann wegpacke, dann genau, dann wird er einfach. Okay. Wir packen mal kurz unsere Sachen alle weg. Die teleportieren sich an die Orte, wo sie hingehören. Zack. Und die auch. Weg damit. Jetzt kommt nämlich der Syndikats-Leader. Der wird sich in Dartmoor aufhalten, ein Herrenhaus in England. Wir haben 4 mögliche Leute, die es sein können. Und ein Kurier und ein Supplier. Extra Aufgaben, das Ziel vergiften mit einer Pfeilkanone oder das Ziel vergiften mit Sedativum. Es wäre besser, am besten, wenn ich eine Pfeilkanone mit Sedativum hätte. Und ich darf keinen Schaden nehmen. Das wollen wir so oder so hoffen. Excellent, 47. We have now tracked down the syndicate leader's location. Dann machen wir noch das hier. Was haben wir denn hier? Neutralize a lookout. Okay, da kommen wir gleich zu, was das ist. Und ja, machen wir einfach Silent Assassin. Ich glaube, das ist das Einfachste. Gut, so. Einmal kurz in die Supply Crate gucken, was hier noch so rumliegt. Proximity ist immer gut. Ja, nehmen wir mal die mit. So, jetzt ist nämlich das hier wichtig. Der Syndikat-Anführer ist nämlich vor Ort wegen einem geheimen Meeting und er ist Allergiker und er ist ein Bücherwurm. Das heißt, er wird diese 3 Tells ausleben und er hat eine Brille auf, er hat einen Hut auf, er hat Ohrringe und keine Haare. Also entweder er oder sie ist über diese Informationen rauszufinden. Sobald eine dieser Informationen nicht mehr stimmt, oder der Leader eine andere Aktivität zeigt von den 3, die oben stehen. Denn wir wissen, alle Menschen können nur 3 Aktivitäten nachgehen zur gleichen Zeit. Kann ich die Person ausschließen? Und weiß, das ist nicht der Leader. Das heißt, wenn ich lang genug warte und beobachte, dann kann ich den Leader herausfinden. So, wir nehmen den Screwdriver mit? Nee, brauchen wir nicht. Sedativum können wir. Haben wir uns gerade eingesammelt, glaube ich, ne? Ja, als Spritze. Ich glaube, das können wir so lassen. Dann vielleicht noch. Ist diese Waffe hier oben schallgedämpft? Ist sie. Das ist ja interessant. Dann sollte ich vielleicht die auch mitnehmen. Man weiß nämlich nie, wann man eine schallgedämpfte Waffe braucht. So, ich glaube, jetzt habe ich leider keinen Platz mehr für den Schraubenschlüssel. Aber gucken kann man ja mal. Den brauche ich nämlich eigentlich noch dabei. Es gibt nämlich einen Ort, an dem man hier in Dartmoor öfters auftaucht. Ach, sehr gut, gerade so.
Und da ist es sehr praktisch, den Schraubstift zu haben. Rum, 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 rum. Nun gut. Welcome to Thornbridge Manor. Ach nee, wir fangen vom Standardplatz an. Dann hören wir uns mal kurz an, was die Dame zu sagen hat. You will need to do some recon to make sure you get the right target. Nevertheless, we do know this. They are attending a covert meeting. We also have the following description on their looks. We know that they have no hair. They are wearing earrings. They are wearing glasses and wearing a hat. As to habits and vices, your target suffers from allergies, and they like to read, be it keeping up with the times or simply wanting to be inspired. I hope this will help. Don't disappoint, 47. Good luck. Okay, ihr habt es vielleicht gerade gesehen. Er hat gerade genießt. Soweit kann ich nicht gucken, aber genießt heißt schon mal, kann schon mal Allergiker vielleicht sich merken. Okay, von diesem Ort aus musste ich noch nie diese Mission für einen Leader starten. Das heißt, wird noch ein bisschen interessant, dass ich jetzt hier keinen Alarm auslöse. Denn wenn ich jetzt Alarm auslöse und oder diese Mission verliere, dann ist die Mission sofort verloren. Und die gesamte Kampagne nämlich auch. So, ich brauche mal... Ach, das sind die Gärtner. Ich bräuchte aber eigentlich eine Wache. Eine Wache, die ich mal umarmen kann. Ich bin mir recht sicher, ich kann auch einfach da durchschlüpfen und dort durch ein Fenster einsteigen. Aber ich glaube, es ist einfacher, vielleicht hier irgendjemanden auszunocken und dann seine Kleidung zu nehmen. Vielleicht zumindest. Oh, by the way, I told Kate about this test. What did she say? Well, I thought she'd be mad at me, but she just thanked me. Said she understood the position I was in. We had a really good talk about it, actually. Oh, what did I tell you? She's a sensible woman. And that stuff from your ex was like manipulation 101. I know, I know. I guess I thought she was gonna read into them and freak out and say I must have done something to provoke her. Shit, man. Caroline really did a number on you. So, Mister. Ich brauch dich hier. Okay. Find out what that was. Roger that. Ja, genau. Du komm mal her, bitte. Dich wollte ich nämlich hier haben. Dann hoffe ich mal, dass mich niemand sieht, während ich dir den Schraubenschlüssel an die Birne werfe. Glück gehabt. Okay, können wir dich irgendwo beseitigen? Nein, hier ist kein Platz. Wir können dich höchstens irgendwo hinschleppen. Wo du vielleicht nicht direkt so im Weg liegst. Oder hier runterwerfen. Ja, da ist er leider nicht von der Bildfläche, so wie du es dir gedacht hast, 47. Aber wenn wir hier in den Busch ziehen, dann findet den auch niemand mehr. So, erfolgreich Verkleidung besorgt. Dann heißt es jetzt, die Suspects abchecken. Immer ein Auge offen halten für die Enforcer. Denn die könnten uns... jederzeit. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin raus, ich bin raus. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass ich da nicht rein darf. Ich bin Security. Okay, dann habe ich wohl doch noch nicht infiltriert. Dann sollte ich mir noch eine andere Verkleidung besorgen. Ah, ich weiß aber schon wo. Muss ich nur hinkommen.
Okay, wie komme ich da am besten hin? Ist es andersrum einfacher? Ich glaube schon. Na gut, dann ein bisschen Komplikation. Ich hätte wirklich gedacht, dass das Security-Team rein darf, aber das ist scheinbar nur perimierte Security. Hier ist irgendwo... Nee. Eine Leiter nach oben. Die habe ich nämlich mal später freigeschaltet. In Hitman 3, glaube ich, kamen nämlich Sachen dazu, die man einmal freigeschaltet später dann nutzen kann. Da gehören zum Beispiel diese Leiter dazu. Und diese Leiter führt hier nach oben. Und hier steht ein Security-Agent. Und diesem Security-Agenten kann man einfach mal gut so einen Schraubenschlüssel an die Birne werfen. So, immer schön die Map im Auge behalten. In dieses Zimmer wird nämlich irgendwann missionsrelevante Leute werden hier reinkommen. Und das wollen wir natürlich, wir wollen da natürlich nicht mit im Raum sein, während die uns finden. So, okay. Jetzt aber. Jetzt nehmen wir uns hier den Kram mit. Nicht vergessen. Und dann können wir uns mehr oder minder frei hier drin bewegen. Es gibt immer noch ein paar Enforcer, ja, aber... So. Jetzt haben wir hier... Banane, immer Banane. So, es gibt noch ein paar Dinge, die man noch sagen muss zu der Leader-Mission jetzt. Es gibt nämlich sogenannte Lookouts und Killer, die hier noch sich herumbewegen. Lookouts sind Leute, die immer Enforcer-Status haben, egal welche Verkleidung wir haben. Warte, ich muss mal kurz checken. Zack. Okay, was haben wir hier? Wir haben Ohrringe, Brille, keine Haare, wie ich das sehe, und einen Hut. Also soweit schon mal, ja, das könnte klappen. Und Killer gibt es auch. Killer verfolgen die Ziele nämlich. Und die können uns in nur wenigen Schüssen töten. Die anderen brauchen mehrere. Ich glaube, Killer braucht nur zwei oder so. Und dann liegen wir schon auf dem Boden. Da kommt einer anmarschiert. Das sieht mir stark nach einem Geheimtreffen aus. Okay, da sollten wir vielleicht mal ein Foto von machen. Wenn dann gleich jemand kommt. Mal kurz mal umgucken, ob hier noch Enforcer rumlaufen. Nein, tun sie nicht. Hey, should we get straight to business? I presume by the suspect. Okay. Like strange ad hoc jargon that they could be trying to keep this meeting secret. I would advise to investigate. Na. Ich sehe keinen Ohrring bei ihm. Sorry, but can you just leave us alone? Nee, er ist kein Suspect. Wir sind immer noch bei ihr, aber er ist egal. Shark is on the move. Okay, wir sollten sie mal im Auge behalten, ob sie noch die anderen Merkmale zeigt. Dann könnten wir sie nämlich schon direkt als Syndikatsleader im Auge behalten. Also einfach mal hinterher marschieren. Sie hat auf jeden Fall jetzt schon, wie ich es gerade schon gesagt habe, sie hat rechts schon die komplette Checkliste abgehakt. Und die andere Checkliste, da hat sie schon ein Item abgehakt. Aber sie niest nicht. Sie ist keine Allergikerin. Da kommt der Hausbutler, der erkennt einen leider immer. Der weiß nämlich, kennt nämlich alle Leute, die hier arbeiten. So, laufen wir mal hinterher. Ich glaube aber nicht, dass sie es ist. Ich glaube, also ich habe Allergiker noch nicht gehabt als Dingens. Ach guck, nee, sie ist es auf jeden Fall auch nicht.
Sie hatte gerade das Naschkatzensymbol. Bedeutet, sie futtert Snacks in sich rein. Und damit, das hat das Ziel nicht als Merkmal. Das bedeutet, sie ist automatisch raus. Okay, wir können ja mal gucken, ob wir vielleicht hier rüber nach oben kommen. Gab es hier nicht den Weg? Ja, ich glaube schon, oder? Ja, da vorne. Da hüpfen wir einfach mal ran. Müssen wir es mit dieser Person, glaube ich, abpassen. Und dann können wir hier durchmarschieren. Ach so, ja, stimmt ja. Hier gibt es ja den noch. Okay, darin kommen wir natürlich nicht einfach vorbei. Da läuft eine Person, eine Verdächtige. Das hier ist ein Assassine. Der mit dem Ballspot. Das heißt, der läuft dem Ziel hinterher und der ist es auch nicht. Der hat keinen Hut auf. Also per Ausschlussverfahren können wir sagen, es muss der letzte sein, der noch ist. Zu dem müssen wir aber erstmal hinkommen. Denn... Oder er kommt zu mir. Kommt er zu mir? Das wäre natürlich auch sehr praktisch. Ja, das ist nämlich der Nisa, den wir da haben. Okay, also... Zack. Das ist er. Wir müssen aber noch einmal... zum Supplier. Mit ein bisschen Glück hat der die, das ist eine Putzdame, hat die nämlich noch eine Pfeilwaffe dabei mit Sedativum. Dann können wir nämlich, was ist das? Achso. Dann können wir ihn nämlich mit dem Sedativum ausschalten. Und da kommen wir nicht dran vorbei, weil da ist der Enforcer da und der würde uns entdecken. Also, wie heißt die Devise? Erstmal hier oben ranhängen. Was natürlich keine Aufmerksamkeit erregt. So, und dann können wir hier diese Leiter nehmen, die wir auch schon mal irgendwann freigeschaltet haben. Hui. Und hier rüber. Hops. Und hier ran. Und hier rüber. Was man eigentlich alles marschieren muss, um an dieser einen Person vorbeizukommen. Na gut. Und hier durch. So. Und dann können wir nämlich hier rein. Und gleich mit unserer Supplierin reden. Wenn dann die andere Trude weg ist. So. Bitte begib dich in deine Supplier-Position. Ja, möchte ich. Halt die Klappe. Zeig mal her, was du hast. Tja, hätte ich so viel Geld, könnte ich mir die leisten, aber ich habe nicht so viel Geld, also kann ich mir die nicht leisten. Das ist immer interessant zu haben. 10.000 habe ich gerade gar nicht gesehen. Okay, alles klar. Das heißt, wir werden leider nicht alle Ziele erfüllen können. Wo ist er hin? Er ist da. Okay. Wir werden leider nicht alle Ziele erfüllen können. Die Person, die da gerade läuft, diese Dame mit dem Enforcer hinter, das ist übrigens eins der Hauptziele dieser Mission. Und dann hüpfen wir einfach mal wieder durch das Fenster und das Ganze geht zurück. Und hepp. Und hepp. Und ups. Und hepp. Und jetzt geht's hier hoch. Und jetzt geht's hier durch. Ich möchte eigentlich möchte ich diese Person, der wird sich ja wohl nicht nur hier oben bewegen, der wird ja auch
Der marschiert ja auch da in diesen Raum rein. Und da kann ich ihn eigentlich noch besser erwischen mit der Giftwaffe, glaube ich. Also wieder zurück. Es gibt sehr, sehr viele Tricks bei diesem Spiel, womit man dann Leute auch irgendwie ablenken kann. Also einfach mal irgendwo in die Gegend schießen, dann gucken sie da ganz kurz hin und das geht ja alles möglich. Aber ich bin nicht gut genug dafür, ganz ehrlich. Kollege, dreh dich um. Hör auf zu flirten. Du bist on the job. Ja, genau. You look like you're in need of some hardware. If you got the cash, wo ist er denn jetzt hin? Ach, schon wieder da. Okay. I can't forget his eyes. Okay, ist er... Nee, er ist nicht zum Essen hier. Das heißt, das da isst er nicht. Isst mit Doppel-S. Okay, wir müssen jetzt wieder auf ihn warten. Und ich kann währenddessen ja schon mal hier noch eine Person ausschalten. Na gut, dann halt nicht. Locken wir ihn mal an. Dann können wir ihn gleich fein ausnocken. Yes. Boink. Und schnell im Schrank verstecken. So nehme ich. Okay, schon mal ein Augenzeuge weniger. Sie können bestimmt auch noch ausnocken. Wenn wir wollten. Vielleicht brauchen wir es aber auch nicht. Okay, ihn müssen jetzt nur noch einmal mit dem Pfeil erwischen. Und dann haben wir es auch. Aber er steht ja gerade vor einem Spiegel. Das heißt, ich kann ihn nicht einfach anschießen. Und er ist was. Ich habe kein Gift dabei. Also kann ich ihn auch nicht einfach mal vergiften. Gut, wir spüren einfach mal wieder weit vor. Sorry. So, das wäre es ja auch mal erledigt. Ich glaube, er geht jetzt einfach zu dieser Toilette hier drüben,
Und da wird er dann das Zeitliche segnen, das sage ich euch. Jetzt nämlich. Gute Nacht. Excellent work, 47. The leader has been eliminated. Ah, okay. You should get back to the safe house. I'll contact you later. So, okay. Jetzt ist noch die Frage, ob wir vielleicht uns noch ein bisschen aus dem Fenster lehnen wollen. Um auch noch den Killer hier zu erledigen. Denn der Killer hat immer eine schallgedämpfte Waffe dabei. Und ich glaube, die kann man gut gebrauchen. Und hüpf. Tack, tack, tack. Nein, ich glaube, so funktioniert es nicht, hier lang zu laufen. Aber wir lassen 47 mal seinen Spaß. Und hüpf. Okay. Na, schaffen wir es noch? Nee, ich glaube nicht. Aber ist nicht so schlimm. Na, guck, warte, vielleicht kann ich ihn ja hier rauslocken. Ich würde ja mal nachgucken an deiner Stelle. Das ist ja sehr verdächtig, nicht wahr? So, die nehmen wir mit. Die können wir gut gebrauchen. Und dann hauen wir nämlich ab. Den ziehen wir einfach mal hier in die Ecke. So, man kann ja schön schlafen. Dann hüpfen wir hier rüber. Und hier ran. Und hier runter geht's. Dann gehen wir einfach den Weg wieder zurück, den wir gerade gekommen sind. Ja, ist ein bisschen merkwürdig, ich weiß, aber ist nicht so schlimm. Einfach nicht drauf reagieren. Das hier ist der eigentliche Weg, den ich... normalerweise kann man auch da oben die Mission beginnen, am höchsten Turm. Und da muss man erstmal von dort wieder runterkommen. Und da ist einer der einfachsten Wege hier rüber. Und falls ihr euch an diesen Balkon erinnert, das war der, wo wir vorhin den einen Typen umgenockt haben, der uns jetzt diese nette Klamotte geliehen hat. Und einmal runter... Und dann ab nach Hause. Einfach im Moor verschwinden. Zack. Syndikat beseitigt. Erfolgreich gemordet. Well done, 47. This will make anyone think twice before turning to a life of crime. Gut, ja. Ich hoffe, ich konnte euch ganz gut einen kleinen Einblick geben. Eine goldene Shotgun. Einen guten kleinen Einblick geben in den Freelance-Modus und vielleicht auch in Hitman, falls ihr Hitman noch nie gesehen habt. Ist aber eine sehr populäre Reihe, also kann ich mir gut vorstellen. Well done, 47. The syndicate has been eliminated. However, I have intel that there are more connected. Finish the job. Gut. Take them all down and you will be well rewarded. Gut vorstellen, dass ihr das schon mal irgendwo mitbekommen habt. Schon ein sehr markanter Spielcharakter. Nach jedem Syndikat kann man ein rares Item bekommen, das man sich sonst immer für teuer Geld kaufen müsste. In diesem Fall habe ich eine Axt bekommen.
Ja, genau. Ich glaube, viel mehr gibt es hier eigentlich nicht zu sagen. Es gibt noch so ein paar Räume, die man noch erkunden kann, aber die muss ich jetzt auch nicht alle unbedingt zeigen. Mir gefällt es sehr gut. Ist sehr abwechslungsreich. Man muss ein bisschen mehr drüber nachdenken, wie man dann an diese Ziele jetzt rankommt und was man da mit denen anstellt, damit die damit man die gut um die Ecke bringen kann, denn in den normalen Missionen die Hauptziele, die sind immer verbunden mit irgendwelchen Story-Ereignissen und das sind quasi so Mini-Missionen, um da gut ranzukommen. Und das ist halt sehr einfach. Aber in diesem Fall ist es halt sehr abwechselnd. Muss man ein bisschen die Birne anstrengen, um gut durch die Mission zu kommen. Ja, viel mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Ich denke, an dieser Stelle werde ich einfach mal wieder Ende machen. Ich danke euch fürs Zuhören und zu sehen auch. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!